Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video und damit auch einen wunderschönen Sonntagmorgen und auch ersten Advent. Ja, die Weihnachtszeit beginnt jetzt so langsam. Langsam gehen die ganzen Weihnachtslieder wieder los. Last Christmas und sowas. Aber das soll nicht unser Thema heute sein. Momentan traden wir bei ungefähr 16.550 US-Dollar. Wenig Veränderung weiterhin bei Bitcoin, deswegen werden wir mehr den Fokus heute auf eure Altcoin-Wünsche legen. Wir werden uns ICP, Quant und noch ein, zwei andere Altcoins auf jeden Fall anschauen. Doch bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und lasst doch gerne auch einen Kommentar unten drin, welche Altcoins ihr euch noch so wünscht. Und nachdem später, also ich glaube um 14.30 Uhr, kommt das Video online wird der Beginner Guide starten. Das heißt, ich möchte euch jetzt die nächsten vier Wochen, jeden Adventssonntag, ein Video zur Verfügung stellen, wie er am besten oder euch den Start als Trader ziemlich vereinfacht einfach mal so darstellt. Und äh, wie ihr da beginnen sollt. Also, wenn ihr da noch irgendwelche Vorschläge habt, auf was ich noch eingehen soll, schreibt es auch unten gerne in die Kommentare rein. Und damit jetzt genug Eigenwerbung gemacht. Momentan trade wir bei ungefähr 16.550. Wie gesagt, wir haben weiterhin sehr, sehr wenig Änderungen hier. Wir konsolidieren hier zwischen 16.300 und 16.800 US-Dollar. Es tut sich wenig im Chart, bei den Altcoins ein bisschen mehr, die sind deutlich bullischer. Aber wir haben ja gestern schon im Wochenausblick darüber gesprochen. Also hier könnt ihr euch auch gerne angucken, habe ich gestern hochgeladen, was so die News nächste Woche sind. Nächste Woche kommt schon einiges. Wir haben Arbeitslosenzahlen, wir haben Arbeitslosenquoten, wir haben äh, die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft, die nächste Woche noch kommen. Also da kommt schon einiges. Deswegen vermute ich, dass nächste Woche auf jeden Fall deutlich mehr Bewegung reinkommt. Weiterhin unverändert ist, dass wir hier unten noch die Vektoren haben, bis ungefähr 15.800 US-Dollar. Das ist auch weiterhin mein Primärziel. Ich bin hier nur weiterhin nicht in einem Short bei BTC rein, weil ich habe es ja, ja gestern schon erklärt, dass ich hier äh, momentan einfach keine Short-Chance sehe in diesem Bereich. Für mich erst diese 17.000 US-Dollar, das ist für mich eine klare Short-Chance, aber jetzt dazwischen ist einfach nichts Halbes und nichts Ganzes. Und wir haben es letzte Woche gesehen, wir haben dann noch mal so einen Pump bekommen und dann in der Nacht oder genau zum Daily Close ging es halt eben dann runter. Trotzdem diese ganze Seitwärtsphase, vor allem bei den Altcoins werden wir es gleich sehen, könnte auch für ein kommendes Breakout stehen. Klar, wir sind hier weiterhin in einem Downtrend und so, das ist alles noch, äh, ist natürlich klar. Für mich wäre trotzdem, ehrlich gesagt, mir wäre es einfach lieber, wir gehen hier runter und kriegen dann unser Breakout nach oben hin, auch mit einem Daily Close dann über der 17.200 oder Weekly Close nächste Woche. Wäre für mich persönlich einfach deutlich, deutlich bullischer, als wenn wir heute ein Fakeout machen und uns dann eben im Nachhinein noch die Vector Candles holen. Also da noch ein bisschen drauf achten. Aber mehr, wie gesagt, gibt es momentan bei Bitcoin nicht zu sagen, weder auf dem 4-Stunden-Chart, da haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das würde für die 17.200 sprechen und auf den kleineren Timeframes haben wir uns im RSI auch wieder deutlich erholt. Aber auch hier kämpfen wir einfach mit diesem Downtrend. Wir haben es nicht geschafft, ein höheres hochzubilden. Deshalb bleibt einfach momentan immer noch alles gleich. <laughs> Wie gesagt unten wäre eine Long-Position möglich, so ab 15.800 US-Dollar werde ich dann noch ein Setup in die Gruppe posten und oben mein Short bei ungefähr 17.000 Punkten, wo ich dann ähm, auf jeden Fall dann Short reinsetzen würde mit einem Stop-Loss so ungefähr 17.400 US-Dollar. Gut, dann gehen wir zu Ethereum. Ethereum ja, hat das gemacht, was wir auch besprochen haben. Wir haben jetzt endlich mal meinen Short abgeholt, das habe ich ja gestern schon gesagt. Wir sind momentan ziemlich auf Stop-Loss-Entry, hat sich wenig getan. Aber wir hatten dann nochmal diesen kleinen Peak hier hoch in die Region um 1234 US-Dollar. Und da habe ich euch ja schon vor ein paar Tagen gesagt, es wäre wichtig, mindestens in ein Stunden, besser wären vier Stunden Close, über diesen hoch zu machen und wir haben es wieder nicht hinbekommen. Wir haben uns zum Endeffekt hier die Liquidität von da drüben geholt und hier nochmal die Liquidität geholt, weil wir genau hier den gleichen Close hatten, beziehungsweise minimal drüber, aber nur wirklich mini-minimal drüber. Aber wir haben uns die Liquidität geholt und danach ging es eben nach unten. Das Hoch wurde mit deutlich weniger Liquidität geholt als da drüben, was wir da gebildet haben. Also erstmal ein gutes Zeichen, aber wir hatten halt eben keinen stunden close Das heißt, hier wurden sehr, sehr viele Short-Orders getriggert. So ein letzter Move kann ich mir wirklich noch mal vorstellen, vielleicht am heutigen Tag genauso wie bei Bitcoin eben noch mal hoch dieses Hoch zu holen bei 1234, das wäre dann der zweite Short Entry. Momentan würde ich jetzt sogar wieder ein bisschen abraten, short zu gehen, aber hier die 1234 wäre dann so der zweite Entry, um die Gegenbewegung nach unten hin mitzunehmen. Und wie gesagt, da haben wir immer noch die Vector Candle bei ungefähr 1090 US-Dollar. Schauen wir mal, ob die früher oder später geholt wird. Ansonsten absolute Seitwärtsphase, Wert Wer Chart-Pattern-Freundes, ne? könnten wir auch natürlich meinen, okay, wir bilden hier ein inverse head and shoulders Chart Pattern, das müssen wir vielleicht mal im Auge behalten, aber gefällt mir jetzt auch nicht wirklich wunderbar, hat einfach den Aspekt, wir kommen zwar aus einem Downtrend, aber wir sind hier in einer ewig langen Seitwärtsphase, ne? Der doppelte Boden, das dann vielleicht schon ein bisschen eher, aber wie gesagt, das heißt nicht, dass wir uns nicht noch die 1090 US-Dollar holen können. Aber gut, schauen wir einfach mal, wir sind hier auf einem also stunden chart also 4-Stunden-Chart sieht dann schon wieder ein bisschen anders aus, sieht dann schon ein bisschen weniger nach so einem Inverse Head and Shoulders aus. Aber gut, wir können es mal ein bisschen im Auge behalten für mich, aber trotzdem weiterhin die 1090 US-Dollar ist das Primärziel. Dann Update zu äh, XRP, Bra können wir uns sparen. Wir haben zwar hier jetzt nochmal die Range bestätigt, wo wir aus dem XRP-Video drüber gesprochen haben, aber auch hier wenig Impulsivität, sieht eher so nach einer kleinen Bullflag aus, also so einer kleinen Konsolidierung in der Flagge. Aber auch hier würde ich momentan erst einmal davon abraten, in neue Positionen reinzugehen. Äh, Take-Profits haben wir ja wie bereits schon zwei ähm, genommen. Unten aus diesem Golden Pocket, wo wir da long gegangen sind. Also die Position läuft auf jeden Fall noch. Werde ich, wie gesagt, den Take-Profit 3 bei ungefähr 042 US-Dollar-Cent nehmen. Dann. Schauen wir uns BNB an. BNB kämpft, haben wir auch gestern drüber gesprochen, an, am Golden Pocket. Wir sind aber noch nicht ganz ins Golden Pocket reingekommen. Das ist auch der Grund, warum ich hier noch in keinem Short drin bin. Auch hier mal ganz kurz der Blick in den 1-Stunden-Chart, wie es hier aussieht. Wir haben hier noch ein paar Peaks zu holen. Das würde. Sehr, sehr gut dafür sprechen, dass wir nochmal in den Bereich der 318 US-Dollar gehen. Und das wäre dann auch hier oben für mich so diese, diese Range zwischen 318 und 322 US-Dollar, wo ich dann Short zumindest mal in die Region hier unten auf 305 US-Dollar erwarten könnte. Wir schauen uns mal ganz kurz das Risk an, würde bei 1,42% liegen. Nehmen wir dann einfach nur Beginn des Golden Pockets, wir gehen das ein bisschen pessimistischer an, bis runter, mal grob 3,5%, die man hier mitnehmen könnte. Also mit einem Dreierhebel wären es auch. Über 10%. Das ist so momentan zumindest äh, die Version, die ich im Kopf habe, beziehungsweise die ich dann wahrscheinlich auch irgendwann in der Gruppe posten kann. Und sollte dieser Trade aufgehen, wäre auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, das Maximumziel unten hier dieses bei 275 US-Dollar. Und wenn wir den mitkriegen, dann wären es ungefähr 13%. Aber gut, das schauen wir uns auf jeden Fall die nächsten Tage an. Wie gesagt, da kommt dann noch ein Setup in die Gruppe. Aber momentan, wie gesagt, das Golden Pocket, wir haben die Ineffizienzen rausgenommen. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen für den weiteren Verlauf. Dann Chainlink, bin ich nicht in den Short rein, habe ich zwar gestern zu euch gesagt, okay, äh, ich gehe hier unbedingt rein, sollten wir hier ein höheres Hoch machen, das haben wir auch bekommen, das Problem war aber, wir hatten eine elendig bullische Candle hier, also auch auf einen 1-Stunden-Chart, seht euch das Volumen an, in solche Candles shortet man nicht rein und vor allem, das war jetzt nur so dieses, diese kleine Candle in Anführungszeichen, die so viel Volumen hatte und da shorte ich nicht rein, da sollte man nicht shorten wir warten hier auf Conformation beziehungsweise darauf, dass das Volumen abnimmt mit einem höheren Hoch. Und da würde jetzt deutlich dafür sprechen, dass wir uns dieses Hoch bei ungefähr 7,28 Dollar nochmal holen. Dann nochmal eine kleine Korrektur gehen. Das heißt, wir zeichnen hier dieses Hoch mal ein. Schauen dann einfach mal, wir haben hier drüben, hier drüben auch erstmal äh, ja, das ganze Volumen erst einmal abgefischt. Wäre dann wirklich gut, wenn wir am heutigen Tag auch nochmal hier hochkommen. Bisschen konsolidieren auf dem 15-Minuten-Chart und dann eben nochmal ins Golden Pocket. Das wäre auch vorerst das Primärziel, sage ich jetzt erstmal. Ich würde die Position hier relativ schnell in den äh, Stop-Loss schicken. Hat einfach den Aspekt, äh, Chainlink macht Staking oder will jetzt im Dezember, soll glaube ich Staking dann angeboten werden. Klar, man kann schon auf Binance und sowas staken, aber offizielles Staking wird dann äh, freigeschaltet im Dezember, also das auf jeden Fall mal im Blick behalten. Und äh, ich würde hier primär jetzt nicht die ganze Zeit nur Short suchen bei äh, Chainlink weil es einfach zu bullisch ist. Und ihr wisst, ich bin sowieso Chaining-Fan. Wir haben jetzt hier noch so ein kleines oder ein größeres Rising Wedge. Das würde auch sehr, sehr gut damit übereinstimmen, was ich jetzt gerade eben gesagt habe. Einfach nochmal diese Hochs zu fischen hier und dann eben dieses Breakout nach unten hin. Und dann schauen wir einfach mal, wie tief es wirklich runter geht. Und dann wurde sich noch gewünscht äh, ICP. Also wir gehen das heute relativ flott durch. Hier hatten wir ein Breakout aus... Ja, kann man das Falling Wedge nennen? Wie ist da eure Meinung dazu? Würde mich mal interessieren. Also für mich ist es kein Falling Wedge. Ich habe es einfach mal so eingezeichnet. Äh, Hauptaspekt war, glaube ich, die Bullish Divergence. Wir sind jetzt erstmal auf dem 1-Stunden-Chart ein zumindest ausgebrochen und doch aus dem 4-Stunden-Chart aus diesem, ja, ich sage jetzt mal eher Downtrend, Falling Wedge ist es nicht. Und äh, hier bin ich noch am Überlegen, wieder einen neuen Long aufzumachen. Aber was mich hier auch noch ein bisschen daran hindert, ich glaube aber jetzt müssen wir erstmal kurz äh, nochmal aktualisieren weil äh, ich glaube der Traders Reality Indikator wieder nicht lädt sonst Warte, äh, jetzt musst du musst das noch mal aufmachen so ähm, so Breakout Punkt vier Stunden Chart dann Traders Reality Indikator anmachen wir haben nämlich hier unten auch noch eine Vector Candle bei ungefähr wo haben wir es 3,58 Dollar und die würde ich mir gerne noch holen, ne, bevor ich hier in den Long reingehe. Und wir haben hier jetzt auch schon Stopping Volume Kerzen. Und ihr wisst, Stopping Volume, da wird versucht, den Kurs nach unten hinzudrücken, beziehungsweise jetzt abzufischen. Und wir hatten insgesamt jetzt schon eins, zwei. Und das war jetzt schon die dritte Kurve, also ein höheres Hoch ist noch drin. Normalerweise sagt man so drei Moves nach oben. Und dann kommt eben die Korrektur mit einer Stopping Volume. Und das würde hier sehr, sehr gut äh, übereinstimmen. Shorten würde ich das ganze Ding jetzt erst einmal nicht, weil hier oben einfach zu viel Luft ist wo wir einfach hochballern könnten, aber ein neuer potenzieller Swing Long bei ungefähr 357, das ist auf jeden Fall der Punkt, den ich gerne aufmachen würde. Gut, dann noch ganz kurz zu den News. CEO von Kraken kritisiert Binance Proof of Reserve System. Ja, den stimme ich sogar zu. Also ganz ehrlich, Leute, ich habe jetzt auch mein ganzes Zeug von Binance runter, einfach mal aus Sicherheitsgründen. Nur noch so, ich glaube so minimale Low Caps oder so, die nicht auf den Ledger oder auf Bitbox oder sowas gehen. Aber trotzdem, Leute, ich rate euch, zieht das Zeug einfach auch von Binance ab. Ganz ehrlich, nutzt, wenn ihr da tradet, nur euer Trading-Kapital. Wenn es geht, äh, was ich euch auch nur empfehlen kann, äh, wegen BingX haben USDC, also das ist ja deutlich gedeckter, beziehungsweise als ähm, USDT. Also nur mal so ein kleiner Hinweis von mir. Ne? Sucht euch vielleicht eine Börse, wo es. Uh, ihr müsst jetzt nicht unbedingt BingX nehmen, nur weil ich Partner bin. Aber ähm, <laughs> ihr habt halt mit USDC. Mehr Möglichkeiten, klar, ihr könnt jetzt bei X nicht traden, aber wenn ihr Spot kaufen möchtet und so, dann lieber USDC oder dann die USDC lagern. Könnt ihr natürlich jederzeit wieder in USDT umwandeln, aber das ist nur so ein kleiner Tipp von mir. Denkt einfach danach, äh, not your keys, not your coins. Holt euch ein Ledger, holt euch eine Bitbox und ich würde sagen, das war ein gutes Schlusswort für das heutige Video. Später um 14.30 Uhr kommt dann eben der Beginner-Guide, da könnt ihr euch drauf freuen. Und da wäre es mir echt wichtig, wenn ihr da noch irgendwelche Wünsche habt, zumindest für äh, die nächsten drei Videos dann, Schreibt es gerne dann ähm, später noch in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen ersten Advent, wenn ihr den mit eurer Familie verbringt. Und zündet eine Kerze an, fackelt nicht die Boot ab. Das war's von mir. Bis später. Ciao, ciao und stay crypto.